Allerseits, mein Name ist Sammy Slimani, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch ein Video, was sich sehr viele meiner Zuschauer gewünscht haben, und zwar ein DIY. Heute zeige ich euch meine absoluten Lieblings-veganen Snacks. Ich weiß, dass ich super viele Vegetarier, Veganer in meiner Zuschauerschaft habe, die von DIY zu DIY immer wieder gefragt haben, Sammy, könntest du mal was Veganes zeigen? Und ich muss euch sagen, diese DIYs schmecken einfach so lecker. Für alle, die noch nie was Veganes ausprobiert haben, die eine komische Meinung zum Thema haben, probiert sie aus und lasst euch von etwas anderem überzeugen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr weitere vegane DIYs haben wollt, vielleicht vegane Lunch, vegane Dinner-Ideen. Und dann könnte ich das sehr gerne für euch machen. Ich habe nämlich ein paar richtig gute, leckere Rezepte parat, die genauso wie die DIYs heute maximal 10-15 Minuten bedürfen. Und lasst mich auch wissen, ob ihr eher so die süßen oder salzigen Esser seid. Was mich betrifft, ich mag es gerne süß. Bin gespannt, wie es bei euch ist. Ihr könnt auch hier bei der Umfrage mitmachen. Und ja, ohne euch jetzt länger aufzuhalten, auf geht's in die Küche. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Steckt sehr viel Arbeit drin. Und wurde mal ein bisschen anders gedreht. Und wir beginnen mit dem ersten DIY. Dazu brauchen wir Kokoswasser, gefrorene Bananen und, wenn ihr wollt, gefrorene Ananas, Spinat, gefrorene Avocado und Früchte eurer Wahl, die ihr als Topping verwendet. Da bleibt eure Kreativität frei überlassen, wie ihr das machen wollt. Im ersten Schritt kommen eure Zutaten in den Mixer. Also ich habe da einfach 1,5 gefrorene Bananen genommen und ja, gefrorenes Ananaspüree. Bananen reichen aber auch vollkommen. Eine Handvoll Spinat und ich würde sagen eine gefrorene gewürfelte Avocado. Das Ganze kommt mit dem Kokoswasser dann in den Mixer und wird gut durchgemixt, sodass eine eisartige Konsistenz entsteht, weil das wird einfach so eine leckere Green Bowl. Die kennt ihr sicherlich, wenn ihr auf Instagram sehr viel unterwegs seid. So sollte ungefähr die Konsistenz sein und dann werdet ihr alles in eine Schüssel geben und schön anrichten mit Früchten eurer Wahl. Ich habe diese essbaren Blumen gefunden. Passt einfach perfekt. Und sieht nicht nur gut aus, es schmeckt auch verdammt lecker und ist sehr, sehr gesund. Und vegan. Probiert's aus. Und wir kommen zum nächsten DIY. Dazu brauchen wir vegane Bagel. Hummus und veganen Frischkäse, Avocado, Radieschen und Salatblätter. Im allerersten Schritt werden wir erstmal die Avocado vorbereiten. Dazu schneide ich sie wie folgt in Streifen. So könnt ihr sie am besten aus der Schale rausholen. Die Radieschen schneidet ihr in ganz feine Scheiben und den Bagel könnt ihr parallel im Ofen crossbacken. Ihr bestreicht dann die beiden Bagelhälften jeweils einmal mit Hummus und einmal mit dem veganen Frischkäse. Ihr könnt euch natürlich nur für eins entscheiden, je nachdem, wie geschmacklich ihr es haben wollt. Dann belegt ihr es frei nach eurer Vorstellung. Dann wird das alles schön angerichtet, angeschnitten. Ich liebe ja Sriracha, das ist eine Chili-Paste, besteht nur aus 100% Chilis, um dem Ganzen noch ein bisschen Würze zu geben. Schmeckt super lecker und ist ein perfekter Snack für zwischendurch. Für unser nächstes DIY brauchen wir einen Apfel, eine Banane, Haferflocken, Zimt und Hafermilch. Das Ganze erklärt sich eigentlich von selbst. Ihr könnt dem Ganzen einfach nur zuschauen. Aber im Endeffekt schneidet ihr einen halben Apfel in kleine Würfel und nehmt euch dann eine halbe Banane und werdet dann im Endeffekt alles in einen Topf geben. Das Einzige, was ihr dann machen müsst, sobald ihr euer Obst geschnitten habt, ist es, eure Haferflocken mit etwas Hafermilch aufzukochen, auf mittlerer Stufe, auf dem Herd und dann nach und nach alle Zutaten hinzugeben. Also erstmal euren Zimt. Die Banane gibt dem Ganzen dann noch eine schöne Süße, eine ganz natürliche Süße. Das Ganze wird schön angerichtet mit Früchten, Toppings. Ihr könnt natürlich auch Agavendicksaft verwenden, wenn ihr das süßen wollt. Die Banane reicht vollkommen. Es nimmt einfach eine Reife. Und dann habt ihr einen perfekten veganen Frühstücksnack, den ihr unbedingt ausprobieren müsst. Ich wollte könnt, aber ihr müsst das ausprobieren. Ein kleiner Tipp von mir,
Falls ihr weißes Mandelmus noch habt, macht das noch drüber. Das gibt dem Ganzen noch so eine leckere nussige Note. Und schon habt ihr ein perfektes veganes Frühstück. Probiert es unbedingt einfach mal aus. Und falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, hinterlasst dem Video einen Daumen hoch. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welches dieser DIYs ihr ausprobieren werdet. Und abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Dann sehen wir uns ganz bald beim nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann, euer Sammy.